Peace, meine Freunde, und herzlich willkommen zu Nombi auf diesem Kanal. Heute sind wir nicht alleine, sondern haben wir zwei ganz komische Spezialgäste. Magic and Sven gehört nicht dazu, aber der direkt neben mir, rechts von mir. Wer ist denn das eigentlich? Ja, ich bin AJ, Developer seit ein paar Monaten jetzt bei Bodensee-RP. Und ja, ich wollte einfach mal bei euch mal in der Aufnahme vorbeischauen. Genau, und dann haben wir da noch ganz an der Ecke, der Außenseite da hinten, haben wir da noch einen. Guten Tag. Genau. Wir sind heute Feuerwehrmänner, weil AJ, der kennt sich da sehr gut aus natürlich. Wir haben ja auch schon ein sehr tolles Feuer hinter uns und das müssen wir löschen. Aber ich würde sagen, davor essen wir eine Bratwurst. Nee. Wo sind denn unsere Schläuche? Die hast du auf der 1 belegt. Ah nee, ich meine, die sind da drinnen natürlich, ne? Ja, ja. Wir haben aber natürlich noch ein Hard. Wir haben ja noch, genau. Könnten wir auch benutzen. Steve, darf ich den Tipp geben? Nee. Alt-Enter. Dankeschön. Da stehen auch direkt schon die Schläuche. Ach, wir haben mein HLF hier. Ja, ich kann ein paar Gerätschaften auch rausnehmen. Das ist ja, nehme ich. Oh. Oh. Strom ist aus. Ah, er ist wieder an. Mach doch wieder aus. Das nervt. Okay. So. Strom ist spannend. Ja, ja. Also. Wenn die Preise so hoch sind, ne? Mach die Schäße aus. Oh Mann. So. Nehmen wir uns jetzt hier raus. Genau. So, dann lösche ich mal. Jetzt brennen ja beide. Ach nee, nur ein. Das brennt ja immer mehr. Ja, wenn man näher dran geht, dann kommt das dann mehr. Echt? Ja. Tatsächlich. Das ist Fail-AP. Weil es dann müsste der AJ sich jetzt mal kurz darum kümmern, dass es auch irgendwann weggeht. Also hier ist es schon weg an dem Pfeiler tatsächlich. Ja, ich mach grad oben. Für ein Löchchen hier, ne? Ja, ja. Kann sein, dass das ganze Ding. Na egal. Oh, das ganze Ding brennt ja wirklich. Was? Oh. Kann sein, dass du das ganze Ding markiert hast? Ja, das ganze Ding mal. Oh, wir haben's gelöscht! Oh nein! Oh nee, es leckt gleich so dermaßen. Nee, also Feuer hat bei mir mehr geleckt. Ja, bei mir auch, aber das leckt glaub. So. Aber wir haben's gelöscht. Super. Also da muss man schon loben, ne? Schneller Feuer. Als also, die ich würde sagen, da müssten andere wir mal, Feuerwehr. Da müssten wir mal die Hände hoch. Nein! Vielleicht kannst du das fixen, AJ, das wäre echt cool. Was denn? Wenn man die Hände hochnehmen kann, ohne dass man dann direkt gar nichts mehr machen kann. Ja, könnte ich mir nochmal anschauen. Der hat eine Waffe, glaube ich. Wunderbar. Dann fahren wir mal weiter, würde ich behaupten. Bevor der uns abknallt, genau. Genau. Weil ich glaube, der will die Bank tatsächlich gerade ausrauben, ne? Das soll aber lieber nicht unser Problem sein. Ey! Kann abuse. Na, Salamias! Hallo. Alter, ist die Waffe laut, Digga. Die ist ja geisteskrank. Ich hab Roblox auf einen Flieger und es ist absolut laut. Also ihr müsst euch vorstellen, ich hab gerade Roblox komplett gestummt und bei mir hat's gerade ein Geräusch gehört. Oh. Also hab ich das gehört. Also ich hab's mitbekommen, dass gerade irgendjemand geschossen hat. Vielleicht war es von der Haustür. Also ich weiß nicht. Was ist denn hier los? Die machen Carramming. Das ist Carramming. Oh nein. Also der war aber auch eindeutig auf unserer Spur, ne? Das kann mir keiner anders sagen. Ja. Also den hättest du jetzt eigentlich nicht. Egal. Digga, er kriegt danach so die Rechte. Die Ranken ist da. Die haben uns gerade. Hey, Die haben uns dicht gemacht. Die wollten Trolling betreiben. Warum sind alle. Ja, aber Feuerwehr. Sind alle Feuerwehr. Ach du Scheiße. Alter, was geht denn hier ab? Viel, würde ich mal sagen. Steve, ich würde sagen, er zeigt uns jetzt mal die Feuerwache ein bisschen. Ja, zeig uns mal die Feuerwache, bis der nächste Einsatz kommt. Warte, das war Fail-AP. Ah, stimmt. Wir wiederholen das nochmal. So. Stop. Hat niemand gesehen. Genau.
Mach ich hier mal zu. Klar, ja, wir machen jetzt hier mal alles zu, das wäre sonst. Wir haben ja schon länger als 20 Minuten gelüftet. Und ich gehe mal hier in Status 2. So. Was? Also hier in mein Bedienungsgerät hier. Achso. Vom Fahrrad. Ich sprint mal zu euch vor. So. Eine Treppe so. Gibt's ja auch. Ja, wunderbar. Hier haben wir einen hochqualitativen Bild. Du das hier auf dem Bild? Das auf dem Bild. Das ist Def Krüger. Das ist der Def Krüger, genau. Mhm. Hier haben wir eine ruhige Ecke für die ganzen Feuerwehr. Die aus der Toolbox ist, ja. Will sie nicht gucken? Ich klau kurz die Mona Lisa. Ist das ein Original? Gehört, die ist viel wert. Kann ich leider nichts sagen, weil sie geschützt ist. Achso. Also es könnte ein Fake sein, aber auch irgendwie was Echtes sein. Okay. Was ist das hier? Pausenraum? Genau, das ist unser Pausenraum. Das ist die Mensa. Guten Hunger, Jungs. Hier unterhalten sich die Rentner. Richtig. Hier kann man halt essen. Im weiteren Raum, also hier sieht man auch Bilder. Also ich würde behaupten, ja, dass das Fail-RP ist, was du gerade gemacht hast, man macht die Tür. Entschuldigung. Ja, was macht hier sieht man Bilder von unseren HLF. Feuerwehrausbilder. Wo bist denn du jetzt? Ach, da hinten am Arsch der Welt. Also hier sieht man unser als HLF. Beim Zoll, ja. Sieht cool aus. Genau, das ist unser ELW aus, Gast-ELW aus Hamburg. Da hatten wir Besuch aus Hamburg. Unser ELW. Und das Bild habe ich tatsächlich gemacht. Okay. Ja, das Bild habe ich wirklich gemacht. und dann, ich bin irgendwann hier reingekommen, habe ich das auf einmal hier an der Wand gesehen. Habe ich mich schon gewundert. Das Bild habe ich nicht gemacht, das ist aber auch egal. Das ist ein sehr spannendes Bild. Weil du nicht drauf bist und du hast es nicht gemacht. Richtig. Richtig. Ja, es ist. Haben wir nochmal ein Free Model, ja? Genau. Mhm. Ich bin jetzt euer Ausbilder, Alter. So ein Ding ist das. Hier an der Wand. Küche. Genau, hier an der Wand haben wir die Küche. Die Küche ist ein kompletter Free Model, ja? Hier sitzt schon wieder dieser Typ. Wir werden verfolgt. Aber ich finde, das Fenster hier drin fehlt. Ist, ja. Das wird auch bald gefixt. Das möchte ich sehen. Keine Sorge. Die Fail-RP durch die Tür gelaufen. Geht ja gar nicht her. So, hier ist ja auch noch ein Pausenraum. Oh, cool. Das sind die Schlafräume. Die sind ja schön. Für die 24-Stunden-Schichten. Das ist schön gemacht, ja. Man kann hier nicht schlafen. Ist schön gemacht, auf jeden Spinte Fall. Kann man auch nicht aufmachen, Fail-RP. Geschmackssache. Kann man das Bild klauen? Nein, Fail-RP. Jetzt können wir auch runtergehen. Wir sind hier im Bodensee, ne? Nicht in Klausimulator 32. Schade. Hier haben wir unseren Praxisraum. Ja, warte, ich gehe mal auf meinen Lieblingsplatz. Ja. Führen Sie fort. Das ist jetzt eigentlich mein Platz. Mhm. Aber leider führe ich keine Fortbildung und Ausbildung durch. Ach, das können Sie ruhig jetzt machen. Ja, an uns. Ein Probestück. Genau. So, Schüler, wisst ihr denn eigentlich, was ein C-Rohr ist? Wie viel Durchmesser der hat? Nochmal in Deutsch, bitte. Okay. Nee, lieber nicht. Das lasse ich lieber. Das ist schon Fenster. Das Wo spiegelt ist? Ja sogar. Das ist cool. Aber wir werden nicht gespiegelt, ne? Und man kann rausgucken. So, wunderbar. Warte mal, Shift-Lock. Ah, stimmt. Ja, ist dünn tatsächlich, man kann durch. Aber das wäre ja Bug-Abuse und Fail-RP. Das wäre ja Fail-RP. Genau. Ja, ich mir mal. Eigentlich ist recht. Ja Bodensee ist ja nicht schlimm, so, ne? Ja, aber. Ist genau. Also, ich selber als Developer sag ja auch, ist es verbesserungswürdig, aber ich finde es bis jetzt eigentlich okay. Aber es gibt halt Sachen, die man noch verändern könnte. Ja. Deswegen. Ja. Korrekt. Hier ist unsere Umkleide. Ich zum Beispiel, wenn ich spiele, bin ich immer Zugführer. Weil du führst den Zug immer, okay. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, Pressesprecher zu sein, Fachberater. Ich mag, wenn die Türen sich schließen. Und so weiter. Ah, okay. Sieht sehr gut aus. Feier das, irgendwie schießen die voll geil.
Dann haben wir hier noch unseren ELW, unseren alten ELW. Wo bist denn du, Alter? Ach, da bist beim du. ELW. Am Einsatzleitwagen, sagen wir. Wo man sich nicht reinsetzen kann. Cool. Sehr toll. Cool. Hier, gut gemacht. Der ist ja ein bisschen besser. Mhm. Da fahr ich auch gerne mit. So, und arbeite auch gerne hinten drin. Was ist dein Lieblingsfahrzeug hier? Mein Lieblingsfahrzeug von der. Allgemein, ob Stavka, ob hier Feuerwehr, Stavka oder weiß die Reihe was. Also egal was. Egal was. Also Hauptsache Feuerwehr. Hier meine X-Klasse. Die X-Klasse, okay. Ein Stavka. Da passt natürlich auch viel rein, ne? Ja, hinten vor allem. Easy Rohre, der Tank ist auch groß. Kann sich sogar drehen, Alter. Welche Feature? Ja, das auch schon mal an. Kein Problem. Und wieso, genau. Wieso ist die eine Tür grau? Die beiden Türen sind grau. Warum sind die beiden Türen grau? Aus dem Grund, weil ein Developer aus dem Team irgendwie einen Fehler gemacht hat bei dem. Das kann ja mal passieren, ne? Genau, das kann passieren. Also. Ja, so ist das. Warum ist das ein Stuffwagen und kein normaler Wagen? Diese Frage musst du Noah stellen. Kann ich hier gar nicht beantworten. Also gibt es Stuffcars und keine normalen Cars? Richtig. Ja. Aber ich sehe selber so, die Feuerwehr Überlingen hat es jetzt nicht nötig, noch ein Fahrzeug zu bekommen. Hier KDOW. Ist unnötig. Und da muss ich muss auch ehrlich sagen, wieso braucht man eine X-Klasse? Warum? Einfach nur ein Design. Ja. HLF, TLF, LF, das kann man alles machen, aber das KDOW X-Klasse braucht man jetzt nicht. Ja. Also ich denke mal, dass es ein KDOW ist. Ich bin mir auch nicht sicher. Bin auch kein Professioneller. Nee, das weiß ich auch nicht. Aber eine X-Klasse, das wissen wir wenigstens. Ja. Ich würde sagen, ein Feuer können wir noch löschen. Aber im zweiten Part natürlich, ne? Wir müssen ja. Hier, wir dürfen ja nicht über 20 Millionen Stunden machen. Und ich glaube, es gibt gar kein nächstes Feuer, gell? Ich sehe hier kein Feuer. Dann kann ja mal, vielleicht in Part 2 kann da ein Feuer passieren, ne? Genau. Würde ich sagen, in Part 2, ja. Bis dahin. Tschüss. Tschö. Mit Kö.